los. Trant, wie waren die letzten Wochen für dich ohne Verantwortung für ein Team oder für das beste Team der Welt, muss man ja fast sagen? Ja, jetzt habe ich eine andere Verantwortung. Ich muss auf mein Kind aufpassen und das ist ja auch eine neue Herausforderung. Das ist eine schöne Herausforderung. Ich bin mal froh, dass ich das erleben darf. Aber sonst ist es eigentlich wie normal. Also normalerweise haben wir nach der Saison ein bisschen Ruhe und das ist genauso wie jetzt ein bisschen Ruhe. Ich habe weniger Sitzungen, das ist mal schön, aber im Grunde genommen hat sich nicht viel geändert. Egil Christiansen, der Damentrainer, hat auch angekündigt, seinen Vertrag nicht zu verlängern. Ist es schwierig, so ein Top-Team über viele Jahre hinweg zu betreuen und die immer noch besser zu machen? Ja, würde ich sagen. Also meine Meinung war immer, dass als Trainer soll man nicht mehr als 4 oder vielleicht 5 Jahre mit einer Truppe sein. Und da muss man aufhören, weil es gibt viele gute Trainer. Also ich bin nicht der beste Trainer in der Welt. Ich weiß, dass es gibt andere, die andere Fähigkeiten haben. Und dann ist es halt wichtig, dass ich einfach nur Platz gebe und dann neue Trainer reinkommen. Und dann können sie dann die Athleten neu herausfordern mit neue Sachen in Training, neue Sachen in Technik. Kommt dann neue Witze auch. Das ist manchmal lustig, dass man reist so viel. Das ist 240, 250 Tage im Jahr. Und dann braucht man einfach ab und zu neue Leute. Sodass, ich bin immer der Meinung, dass Trainern soll nicht so lange mit einer Mannschaft sein. Man kann mit dem gleichen Verein sein, aber da muss man dann intern ein bisschen was aufmischen. Wie viel Anteil hat eigentlich ein Nationaltrainer an der Leistung von Athleten? Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt ja einige, die behaupten, dass es nur der Trainer da schuld ist und andere da nicht. Also ich bin mir eher Richtung, dass der Trainer ist nicht so wichtig. Also der Trainer muss schauen, dass alles passt. Ein Trainer muss dabei sein, um wirklich ein Team aufzubauen. Ein Team ist ja mehr als nur die 7, 8 Leute, was in Mannschaft ist. Man muss ein Team die Brücken bauen zum Servicemannschaft, zum medizinische Abteilung, zum die Politikern, so alle. Und wenn man ein Team baut und eine gute Atmosphäre ist, dann kriegt man auch Ergebnisse. Aber nur als Trainer, man muss halt schauen, dass man nicht im Weg steht. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Was unterscheidet die Arbeit mit norwegischen Athleten von der Arbeit zum Beispiel jetzt mit deutschen Athleten? Hast du ja beide Erfahrungen gemacht. Ja, ich habe den Glück gehabt, also ich habe so Erfahrungen gesammelt, ein bisschen überall. Und ich glaube, das, was anders ist in Norwegen, ist, dass die Athleten, es ist erwartet, dass die selbstständig sind. Mhm. Die müssen Eigenverantwortung ziemlich früh übernehmen. Und die Rolle von Trainer ist weniger so, dass man jeden Tag einen Plan schreibt und sagt, hier, mach. Man hat ein Gespräch mit dem Athleten, man diskutiert daraus, was ein guter Trainingsplan ist und was gerade jetzt passt. Und dann wird es so gemacht. Das ist für einen Trainer ist es weniger Kindergartenarbeit und mehr als Mentor, als Gesprächspartner da zu sein. Wurdest du sicherlich schon oft gefragt, was macht die Norweger so extrem besser als die anderen? Ja, also die trainieren mehr als die anderen. Also wir haben Leute, also meine Aufgabe, als ich reinkam, war ja alles ein bisschen anzuschauen und schauen, was da war. Und dann habe ich gesehen, dass die Frauen haben 1000 bis 1100 Stunden trainiert und die Männer haben so plus minus 800 trainiert. Und mein Ziel war einfach nur, dass wir wollen genauso professionell sein wie die Frauenmannschaft. Und die Ergebnisse sind ja dann auch gekommen, als wir mehr trainiert haben. Aber ist immer ein bisschen eine gefährliche Antwort zu geben, weil dann denken alle, die Eltern von Kindern, die sind 14, 15, 16, 17, dass die dann mehr trainieren müssen. Aber man muss ja schauen, dass diese Athleten, die sind eher Richtung 30 Jahre alt und die haben mehrere Jahre trainiert und die haben auch klein angefangen. Die meisten haben mit 19 vielleicht so um die 500, 600 Stunden trainiert und jetzt sind sie ja bei 900 bis 1000 Stunden. Also ich glaube, die trainieren ein bisschen besser als die anderen Länder und dann haben wir auch einen Zugang zu fast jeder Athlet in Norwegen. Also ein Langlauf in Norwegen ist das Wichtigste, was es überhaupt gibt und alle Athleten, die fangen an mit Langlauf und die nicht gut sind, die sagen, gut, dann probiere ich was anderes. Wir haben einen Radprofi, der Bo Sandhagen, er war früher Langläufer, war nicht gut, hat sich entschieden, dann Radfahrer zu werden und ist dann relativ gut geworden in Radfahren. Mit Leichtathletik haben wir auch einen Haufen Leute, die haben mit Langlauf angefangen und ja, haben sich entschieden, dann anstatt Langlauf Leichtathletik zu machen. Mhm. Und in anderen Ländern ist es, ja, gibt es viele Sportarten. In Deutschland spielen die meisten Jungs Fußball.
Und in Norwegen spielen nicht so viele Leute Fußball. Was wäre aber dann dein Hinweis sozusagen oder dein Tipp an die anderen Länder? Was können sie besser machen, um zu Norwegen aufzuschließen? Also nur mehr trainieren wird es wahrscheinlich nicht ausmachen, oder? Nee, und das ist, die meisten Leute wollen ja das hören. Die wollen ja nur hören, ja, mehr trainieren, oder die wollen genau wissen, was es gibt, so eine Magic Bullet, dass man sagt, gut, du musst das und das trainieren, diese eine Einheit, aber es gibt keine Schlüsseleinheiten und es gibt nichts. Also Training an sich ist sehr, sehr einfach. Also das ganze Methodik, alles ist sehr einfach. Das Einzige, was schwierig ist, ist es zu tun. Mhm. Aber man muss diese Geduld haben. Ich glaube, dass der größte Fehler oder Herausforderung im mitteleuropäischen Raum ist, dass jeder Trainer schaut nur, dass du die nächste Stufe schaffst. Und hier wird ja der Selektion, fängt das ziemlich früh an. So mit 14 musst du dann hart trainieren, dass du einen Kader schaffst mit 15. Und mit 15 musst du dann hart trainieren, dass du einen Kader schaffst mit 16. In Norwegen dann sagen wir, ja, die Kinder sollen mal lernen zu trainieren, die sollen lernen über Training, die sollen lernen das zu genießen, sollen viel Spaß haben und so ungefähr mit 19 können wir dann anfangen, so Talente zu identifizieren. Wir glauben halt, diese Pyramide-Prinzip ist wichtig. So, wenn es einen Club in Deutschland gibt mit 50 Mitgliedern, dann das Einzige, was besser ist, als 50 Mitglieder, ist 100 Mitglieder zu haben. So, ich glaube, wenn man mehr Leute zum Sport bringt und dass man weniger Zeit verbringt, alles exklusiv zu machen, dass man probiert, Leute wegzutreiben vom Sport, dann muss man eher schauen, dass man probiert, so viele Leute wie möglich in den Sport rein zu rekrutieren. Und auch so behalten. Dieser Nachwuchsbegriff ist, muss man ein bisschen breiter schauen. Das ist, dreht sich nicht nur über, dass man muss neue Athleten entwickeln, man braucht auch neue Trainer irgendwann, neue Serviceleute, neue Betreuer, neue Leute, die in Vereinen arbeitet. Und wenn man sagt zu einer jungen Mädel oder einem Junge, dass mit 13 jetzt ist Schluss, du bist nicht gut genug, dann ist es einfach zu früh. Und dann hat man oft die Kinder einfach verloren vom Sport. Und irgendwann, wenn sie 30, 35 sind und sie sind eigentlich reif, an Arbeit zu tun im Verein, dann sind sie so distanziert vom Sport und dann hat man wenige Leute, die man da rein rekrutieren kann. So, ich glaube, man soll mit mehr Leuten arbeiten, probieren diesen Sport, dass es Spaß ist, dass Leute fühlen, dass sie sind Teil von etwas Größeres und dann zusätzlich dann irgendwann mit 19, 20, 21, da sollte man wirklich anfangen, professionell zu trainieren. Wie geht es mit dir persönlich weiter? Du wurdest mit Alexander Lekhoff in Verbindung gebracht. Man hat da von ihm Aussagen diesbezüglich gehört oder anderen Jobs, sage ich jetzt einmal. Wie weit bist du auf deiner Suche? Ja, ich habe schon nach Jobs gesucht. Ich habe einige Angebote gekriegt von anderen Nationalmannschaften, aber das interessiert mich nicht jetzt. Also, wie gesagt, früher habe ich dann 240, 250 Tage gereist und ich bin jetzt mit meiner Familiensituation nicht bereit, so viel zu reisen. Und deshalb habe ich Nein gesagt zu einigen Mannschaften. So, ich muss mal schauen. Also jetzt habe ich nichts, was konkret ist. Ich probiere mal halt einen Job zu finden und hoffentlich kann ich was Vernünftiges finden und ein bisschen Geld verdienen. Wir drücken die Daumen und hoffen natürlich, dass du dem Langlauf erhalten bleibst. Danke dir fürs Interview. Vielen Dank. Danke.